Ab dem Zeitpunkt, in dem der Mensch anfängt, ein Bewusstsein zu entwickeln und die Realität um sich herum zu begreifen, wird sein Leben von Entscheidungen begleitet. Es fängt schon damit an, wenn wir morgens aufstehen. Lieber noch 5 Minuten weiter schlafen oder direkt aus dem Bett springen. Als erstes aufs Handy gucken, erstmal das Gesicht waschen und die Zähne putzen oder doch lieber den direkten Weg zur Kaffeemaschine suchen. Viele Entscheidungen treffen wir unbewusst, denn sie sind zur Gewohnheit geworden. Andere wiederum treffen wir bewusst und denken vorher darüber nach. Einige dieser Entscheidungen sind eher von geringer Bedeutung, andere sind wiederum gravierend. Diese Entscheidungen prägen das Leben wie keine anderen. Und der Mensch weiß, dass er gründlich über sie nachdenken muss, bevor er zu einem Entschluss kommt. Man berät sich mit seinen engsten Freunden und sucht Bekannte auf, die Erfahrungen mit diesem Thema haben. Man stellt eine Liste mit den Vor- und Nachteilen auf. Man zerbricht sich den Kopf darüber und wägt für sich selbst ab, bis man zu einem Entschluss kommt und davon ausgeht, dass man sich für das Richtige entschieden hat. Was sich im ersten Moment sehr schön und vernünftig anhört, birgt jedoch eine gewaltige Gefahr in sich. Denn wenn wir diese Eigenschaft mit in den Islam nehmen, dann könnte uns das unser Paradies kosten. Folgende Situation sollte den meisten bekannt sein. Ein Bruder oder eine Schwester kommt zu euch und macht euch auf einen Fehler aufmerksam oder möchte euch eine Nasiha geben. Achi, du musst wirklich langsam anfangen zu beten. Bruderherz, ich kann verstehen, dass du verliebt bist, aber ihr könnt eure Beziehung ohne eine Nikah nicht fortführen. Schwester, ich weiß, es kann schwer sein, einen Job zu finden, wenn man den Hijab trägt. Aber trotzdem ist dieser Job haram, deshalb vertraue auf Allah und suche dir was anderes. Wir wissen, dass unsere Geschwister in diesem Moment recht haben, aber reagieren wir auch dementsprechend? Wenn wir nämlich erkennen, dass sie im Recht sind, und wir unser Jenseits dadurch in Gefahr bringen, dass wir stur an unserem Haram festhalten, dann sollten wir ihren Rat annehmen und umsetzen. Doch nicht selten überlegen wir hin und her und versuchen irgendeinen Weg oder eine Ausrede zu finden, die uns das Leben erleichtert. Wir fangen an, abzuwägen. Wie fatal diese Eigenschaft sein kann, wird deutlich, wenn wir uns die Geschichte von Al-Walid ibn al-Mughira anschauen. Al-Walid ibn al-Mughira war ein erbitterter Feind des Propheten sallallahu alaihi wasallam und des Islams. Er war der arabischen Sprache kundig wie kaum ein anderer. Wenn jemand zu jenen gehörte, die die Unnachahmlichkeit des Koran klar erkennen konnten, dann war er es. Auch Abu Jahl wusste dies und so forderte er Al-Walid ibn al-Mughira dazu auf, seinen Leuten zu sagen, dass er gegen diesen Koran ist, aber hört, was er daraufhin antwortete. Was kann ich denn darüber sagen? Bei Allah, ich bin der beste Kenner der Dichtung. Bei Allah, wahrlich die Worte, die der Koran enthält, haben Süße und Eleganz. Seine Krone ist fruchtbar und sein Stamm sprudelt wie Wasser. Er übertrifft alles und nichts übertrifft ihn. Alles andere erscheint vor ihm wertlos. Hier hätte die Angelegenheit für ihn beendet sein müssen. Nach der Erkenntnis der Unnachahmlichkeit des Koran hätte er sich dieser Botschaft ergeben sollen. Aber dabei bleibt es nicht. Das Erkennen der Wahrheit hat nicht dazu geführt, dass er sie annahm und akzeptierte. Als Al-Walid ibn al-Mughira erkannte, welch schwerwiegende Folgen es für die Gesellschaft hätte, wenn er sich zum Koran in aller Öffentlichkeit so äußert, wie er es vor Abu Jahl tat, dachte er nach, was er sagen könnte, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Botschaft aufzuhalten. Denn wenn einer der besten Sprachexperten das Wunder des Koran anerkennt und sein Bekenntnis dazu öffentlich macht, dann muss da ja tatsächlich etwas dran sein. Und höchstwahrscheinlich würde dies viele Menschen zum Islam bringen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt in Surah Mudathir das Verhalten von Al-Walid ibn al-Mughira. Er hat ja nachgedacht und abgewogen. Verderben über ihn, wie er abgewogen hat. Abermals Verderben über ihn, wie er abgewogen hat. Hierauf hat er geschaut. Hierauf hat er düster geblickt und ein finsteres Gesicht gemacht. Hierauf hat er den Rücken gekehrt und ist hochmütig geblieben. Wisst ihr, zu welchem lächerlichen Entschluss sein Abwiegen geführt hat, nur um sich nicht zum Islam bekennen zu müssen? Er sagte, das ist nur Zauberei, die überliefert wird.
Das sind nur die Worte von Menschenwesen. Und wisst ihr, welches Urteil Allah subhanahu wa ta'ala über ihn sprach? Ich werde ihn der Saqar aussetzen. Und was lässt dich wissen, was Saqar ist? Sie lässt nichts übrig und lässt nichts bestehen. Das ist sein Ende. Saqar, Jahannam. Es lag nicht daran, dass er die Wahrheit nicht erkannt hat, sondern daran, was dieser Erkenntnis folgte. Er hat ja nachgedacht und abgewogen. Verderben über ihn, wie er abgewogen hat. Abermals Verderben über ihn, wie er abgewogen hat. Er hat in seiner Entscheidung abgewogen und letztlich Allah subhanahu wa ta'ala den Rücken gekehrt. Es gibt Entscheidungen, bei denen man abwägen kann, manchmal vielleicht sogar muss, aber nicht dann, wenn es um das Paradies und die Hölle geht. Dieses Abwägen und diese Entscheidung waren sein Verderben. Diese Geschichten sind nicht nur dafür da, dass wir sie schön rezitieren und uns darüber unterhalten, sondern um Lehren daraus zu ziehen. Und so sollten wir uns die Frage stellen, wie wir uns verhalten, wenn es um Angelegenheiten des Dienstes geht. Hören und gehorchen wir oder denken wir auch erstmal darüber nach? Gehören wir zu jenen, die sagen, Bruder, du hast recht, aber wenn es um die Gebote und Verbote Allahs geht, darf es kein Aber geben. Denn dieses Aber kann dazu führen, dass man so endet wie Al-Walid ibn al-Mughira. Niemals wird einem Menschen irgendeine Entscheidung mehr bringen als die der bedingungslosen Befolgung der Gesetze Allahs. Doch oft meint der Mensch es besser zu wissen. Jeder muss mit sich selbst abrechnen und erkennen, ob er diese Eigenschaft in sich trägt. Bei Al-Walid ibn al-Mughira hat sie dazu geführt, dass er kein Muslim wurde und für immer in Jahannam sein wird. Wir sind vielleicht Muslime, Alhamdulillah, aber das heißt nicht, dass wir uns in Sicherheit wähnen können. Unsere Entscheidungen machen uns zu dem, was wir sind. Sie können entweder unser Ticket für Jannah oder aber das Ticket für Jahannam sein. Deshalb sollten wir unsere Entscheidungen mit Bedacht treffen und unseren Maßstab stets nichts anderes als den Gehorsam gegenüber Allah sein lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu Dienern, uns bedingungslos gehorsam machen und uns vor einem Ende wie dem Al-Walid ibn al-Mughiras bewahren. Allahumma amin.